Und All-Inclusive kennt ihr alle, nicht wahr? Du zahlst einen Preis, inklusive Flug und Fressen, Fressen, Fressen ohne Ende. Du kannst fressen. Wer von euch schon mal All-Inclusive in der Türkei gemacht hat, da gibt's Fressen, das gibt's gar nicht. Da gibt's tonnenweise Fressen. Von Antalya nach Istanbul, das ganze Buffet, da kannst du fressen. Da kommt's an, wenn du morgens frühstücken willst, von 6 bis 10 Uhr, kannst du fressen, 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 fressen. Wenn du Frühstück verpasst hast, dann kannst du von 10 bis 12 Uhr, kannst du so nachmittags Brunch, kannst du fressen, fressen, fressen. Da gibt's Mittagessen von 12 bis 14 Uhr, kannst du fressen, 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 fressen. Dann gibt's beim Pool wird gegrillt, kannst du fressen, fressen bis 18, 19 Uhr. Ab 20 Uhr gibt's Abendessen, bis 23 Uhr kannst du fressen, fressen. Wenn du dann immer noch nicht genug hast, dann rufst du Zimmerservice an und sagst, ich will fressen, fressen, fressen. Das ist unfassbar. Und wenn du es mal ins Buffet schaffst, ist das unfassbar, das ist so viel. Und der normale, vor allem deutsche Urlauber, der ist da sehr entspannt. Der geht da ins Buffet und sagt so, Elfriede, schau uns das Buffet mal, ach, reservier doch mal einen Tisch mit einem Handtuch, jetzt haben wir... So, und dann ein Tellerchen und erstmal fangen wir an mit den Oliven. Oh, das ist doch, das ist Baklava, das ist eine Süßspeise aus der Türkei. Und so ein Tellerchen hinsetzen und weiter. Und dann aufstehen, zweite Runde. Man hat Zeit für Fressen, Fressen, Fressen und Fressen. Sind Russen hier heute Abend? Security, könnt ihr mal schauen, da erste Reihe. Ich gehe mal ein bisschen rüber, nicht wahr, bevor ihr auf die Bühne... Du bist komplett russisch. Ich bin in Kasachstan. Kasachs, jetzt wird's kompliziert. Aber ich nehme dich jetzt mal als Russe. Also wenn ich mal, ich weiß, also ihr fallt gar nicht auf, also in der Hotelanlage. Also, jetzt warte doch mal. Jetzt lass mich doch mal zu Ende reden. Der Satz geht weiter. Der Satz geht weiter. Wenn du in der Hotelanlage unterwegs bist, kannst du jetzt die Leute nicht unbedingt unterscheiden. Okay? Du kannst jetzt nicht sagen, kommt der aus den Niederlanden, ist das ein deutscher Russe. Die Russen benehmen sich ganz normal. Aber irgendwas passiert am Buffet. Irgendwas, ich weiß nicht, ob es irgendwas in der Geschichte, vielleicht gab es eine riesen Hungersnot, ich habe keine Ahnung. Die Russen sehen Buffet, da dich nicht, 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 Stebinski, du brauchst Dorf. Und dann rennen sie die ganze Familie von da dich, von dem Mund, Bosniker, volle Pulle, die ganze Familie. Von dich, Burkes. Kleine Kinder mit 10 Tellern. Da wird ein Nebenbuffet aufgebaut. 2-3 Meter vom Hauptbuffet. Ein russisches Buffet. Das Zaun wird aufgebaut. Wachturm, Typ in der Kalaschnikow. Wenn du dem zu nahe kommst. Die Promis sehen so gut aus. Ich war jetzt auf der Frankfurter Buchmesse und da, also siehst du ja auch, da hast du sie alle, ne, die Katzenberger, da, hast du den Glöckler von Notre Dame, dann den da, Ruth Maria Kubitschek, alte Schauspielerin, große Schauspielerin. Ah, Ruth Maria Kubitschek, tolle Schauspielerin, war auch da, sah toll aus. Sie ist ja schon über 80, sah toll aus, sah toll aus, ja.